Hast du heute Drogen dabei, um zu feiern? Ja, bei meinem Kumpel ist halt so gewesen, dass er viel zu viel konsumiert hat. Es kann dann halt wirklich bis zum Kreislaufzusammenbruch kommen. Ich bin quasi bei Drogen wie MDMA und Speed immer vorsichtig gewesen. In Berlin soll es ab diesem Sommer möglich sein, dass ihr Ecstasy, Speed, Koks, sogenannte Partydrogen halt, kostenlos und anonym analysieren lassen könnt. Wir könnten sagen, wie viel MDMA-Gehalt drin ist, welche Streckstoffe drinnen sind. Was Berlin vorhat, plant die Ampelkoalition auch für ganz Deutschland. Macht sie Drug-Checking wirklich möglich? Und ich glaube, es hat cool 5 Minuten gedauert und dann war jemand da mit einem Tütü, also ein Typ, und so einem Einhorn-Haarreif und hat halt gefragt, ob man Ketamin oder sonstiges kaufen will. Dass in Clubs viel Drogen konsumiert werden, das kriegen alle mit, die wir diese Nacht in Berlin-Friedrichshain rund um die Warschauer Straße mit den vielen Clubs fragen. Die Partydrogen sind Kokain und Ecstasy. Das ist das zumindest, was ich am häufigsten hier so getroffen habe. Einfach nur Weed oder Koks, Speed. Das sind so die Drogen. Nee, LSD tatsächlich auch noch, ja. Im Jahr 2018 hat die Charité eine Studie veröffentlicht, in der steht, dass die Hälfte aller Clubbesucherinnen und Clubbesucher, die sie befragt haben, angegeben hat, dass sie Amphetamine oder Ecstasy konsumiert. Das ist jeder Zweite. Dabei machen viele auch schlechte Erfahrungen. Bei meinem Kumpel ist halt so gewesen, dass er einfach das zum zweiten Mal konsumiert hat und halt einfach viel zu viel. Und dann ist er in so ein sogenanntes Keyhole gefallen. Das bedeutet, der war wirklich nicht mehr so richtig ansprechbar. Der ist in so einer anderen Welt gewesen und hat dann gedacht, dass er sich irgendwie zu uns durchkämpfen muss, durch verschiedene Level. Und hat auch echt extrem komische Bewegungen gemacht und Laute von sich gegeben. Das ist halt auch das Ding bei den Drogen, weil man sie illegal kaufen muss, ist da auch kein Beipackzettel mit bei. Besonders bei Ecstasy ist das ein echtes Problem. Der durchschnittliche MDMA-Gehalt in Ecstasy-Tabletten ist seit dem Jahr 2009 fast um 100% gestiegen auf 147 Milligramm. Das ist eine gefährliche Dosis. Nach Einschätzung von Drogenberatungsstellen sollte eine Frau, die 60 Kilogramm wiegt, nicht mehr als 78 Milligramm MDMA konsumieren. Bei einem Mann mit 80 Kilogramm wird es ab 120 Milligramm gefährlich. Ist Drug-Checking dann nicht wirklich eine sinnvolle Option, um gefährliche Überdosierungen zu verhindern? Bislang geben die Gesetze das in Deutschland noch nicht her. Die Ampelkoalition hat im Koalitionsvertrag aber versprochen, Modelle zum Drug-Checking und Maßnahmen der Schadensminderung ermöglichen und bauen wir aus. Diese Lücke füllen bis dahin Beratungsstellen. Mit Andrea vom Projekt Sonar, das vom Land Berlin gefördert wird, sind wir im Nachtleben unterwegs. Was sagst du zu Menschen, die sagen, nehmt einfach gar keine Drogen, weil das Risiko ist einfach null? Ja, ist absolut realitätsfern. Drogengebrauch gehört tatsächlich zur Menschheit dazu. Wir wissen das seit abertausend Jahren. Andrea und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten auch in den Clubs vor Ort, klären auf im Netz oder sind an Demo-Raves unterwegs. Was passiert eigentlich genau bei so einer Überdosierung? Wenn wir es jetzt mal am klassischen Beispiel Ecstasy-Pille machen, ist es eigentlich eine Überhitzung des Körpers. Es kann dann halt wirklich bis zum Kreislaufzusammenbruch kommen, dass man bewusstlos wird. Und das ist eine traumatische Erfahrung, im Krankenhaus aufzuwachen. Das ist tatsächlich nicht ohne. Wie oft kommt das denn vor, dass Menschen diese Substanzen falsch einschätzen? Kann man das sagen? Nee, kann man tatsächlich gar nicht so richtig sagen, nur wenn sie es uns erzählen. Man könnte auch so die Rettungsstellenstatistik mal auswerten, aber das ist halt alles sehr unpräzise. Und hätten wir beispielsweise Drug-Checking, könnten wir halt viel kontinuierlicher, viel gezielter danach fragen und würden auch mehr davon erfahren, wenn sich Leute überdosiert haben. Kein Drug-Checking, keine Datengrundlage. Welche Drogen in Berlin konsumiert werden, wissen wir also nicht. Andrea will Gadgets verteilen, damit sich KonsumentInnen, zum Beispiel Kokain, sauber durch die Nase ziehen können. Und da drinnen ist zum Beispiel eine Hackkarte. Also heute ist es leider noch so, dass die meisten eine Kreditkarte nehmen oder irgendwas aus dem Portemonnaie. Da sind ein Haufen Keime dran. Das ist überhaupt nicht gut. Und wenn die Nasenscheidewand schon angegriffen ist, sagt Andrea, hat sie auch etwas dabei. Das sind Leerkapseln, die sind auch für VeganerInnen geeignet. Und da kann man dann beispielsweise MDMA reintun und dann halt schlucken mit einem Getränk beispielsweise. Und dann kannst du aber wirklich genau dosieren. Krass, ich finde das auch so ein bisschen befremdlich, ehrlich gesagt, weil das so ein bisschen wirkt wie
eine Anleitung, um Drogen zu nehmen. Ja, das ist es nicht. Also es ist eine Form der Anleitung, aber eine Form der Anleitung zum risikoärmeren Drogengebrauch. Aber wollen sich die Menschen wirklich von Andrea beraten lassen? Viele informieren sich auch selber, so gut es geht, wie dieser Ecstasy-Konsument. Und da gibt es eine Drug-Checking-Seite aus der Schweiz, meines Wissens nach, die laufend irgendwelche Ecstasy-Mischungen checkt, auf die Zusammensetzung, auf die Wirkung und auch Warnungen dafür rausgibt. Und das ist eine Seite, die ich schon öfter aufgesucht habe, wo man halt dann nachgucken kann, okay, das ist eine pinke Malibu oder was weiß ich, bestimmte Sorten durchchecken kann. Ich habe solche Seiten im Netz easy schnell gefunden. Das ist eine von super vielen Webseiten, die es gibt von ausländischen Drug-Checking-Projekten, auf denen man sich informieren kann über Tabletten, die die untersucht haben. Bei vielen sind auch Warnhinweise, die es echt in sich haben. Nebenwirkungen wie Kiefermalen, Augen- und Nervenzucken bis hin zu Krampfanfällen können auftreten. Die regelmäßige Einnahme großer Mengen MDMA ist neurotoxisch und vergrößert die Wahrscheinlichkeit irreparabler Hirnschäden. Das heißt, als Konsumentin oder als Konsument kann ich das Risiko tatsächlich nur minimieren, wenn ich meine eigene Pille testen lasse im Drug-Checking. Und ob das in Deutschland bundesweit möglich wird, das wird schon sehr, sehr lange diskutiert. Eine Qualitätskontrolle sogenannter Partydrogen in Nordrhein-Westfalen forderten heute in Münster Teilnehmer der ersten deutschen Fachtagung zum Thema Ecstasy Drug Checking. Ein weiteres Problem, keiner weiß, was in den Dingern drin ist. Vereine wie Eve and Rave drängen auf das sogenannte Drug Checking. Wenn eine Droge sauber ist, nachdem sie getestet wurde, kann man sie unbedenklich nehmen. Das ist das falsche Signal. Ausdruck von utopischem Wunschdenken ist auch der Antrag der Fraktion der Grünen zum Drug Checking. Unter Buchstabe B empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel Rechtssicherheit für Drug-Checking schaffen. Andere Länder sind da schon sehr lange sehr viel weiter. Drug-Checking, das gibt es zum Beispiel schon hier in Wien bei Checkit. Und Checkit nennt sich auch das Kompetenzzentrum für Freizeitdrogen. Hier in der sogenannten Homebase bei Bettina kann man Ecstasy, Koks, Speed und andere Drogen analysieren lassen. Die Analyse ist auch immer mit einem Beratungsgespräch verbunden. Alles ist anonym und kostenlos. Bettina ist sicher, Drug-Checking kann Leben retten. Wir stehen halt auf Events, wo wir halt wissen, dass Menschen Substanzen konsumieren. Haben wir halt schon die Erfahrung auch, wenn das eine Warnung ist oder wenn da Infos drinnen sind, dass da Beimengungen dabei sind, dass die Personen die Substanz auch nicht konsumieren. Finanziert wird das unter anderem vom österreichischen Bundesgesundheitsministerium. So, ich habe jetzt meine Substanz, die ich testen lassen möchte, mit dabei. Es ist ein Stück gelbes Papier, ist dazu noch gesagt. Ich würde jetzt sagen, es ist eine Ecstasy-Tablette. Was passiert jetzt hier mit der Annahme? Wichtig ist, ich darf die Ecstasy-Pille nicht angreifen. Und ich darf sie dir auch nicht wieder zurückgeben. Das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall Unterstützung von deiner Seite. Denn die Substanzen bleiben illegal. Juristisch gesehen stellt sich unter anderem die Frage, wer beim Testen denn nun die Substanz besitzt. Bettina darf auch nur einen Bruchteil meiner Substanz untersuchen. Du brichst die Pille einmal in der Hälfte durch und reibst mir von möglichst allen Seiten ein bisschen was ab und gibst mir das dann da rein. Die Substanz wird auch fotografiert und gewogen. Das Resultat der Analyse würde ich erst in ein paar Tagen kriegen. Mit der Probennummer geht das jetzt zu uns ins Labor, wird dort analysiert. Die Daten werden für wissenschaftliche Studien gesammelt. Pro Jahr werden um die 1000 Proben getestet. Für mehr als 10% werden Warnungen ausgesprochen. Wir könnten sagen, wie viel MDMA-Gehalt drin ist, welche Streckstoffe drinnen sind, alles was halt psychoaktiv ist oder ein Medikament. Checkit testet nicht nur hier in der Homebase, wo die Analyse mehrere Tage dauert, sondern auch an Partys vor Ort, wo Schnelltests gemacht werden. Also hier in Wien werden schon seit Jahren Partydrogen getestet. Aber was macht das eigentlich mit deiner Clubszene? Hast du Erfahrungen mit Checkit gemacht? Ja. Also man weiß dann schon, wenn etwas gecheckt ist sozusagen, dann man beruft sich natürlich, also wenn man es selber gemacht hat, dann hat man so auch das hundertprozentige Vertrauen. Es ist essentiell, dass es sowas gibt, weil du kannst Leute halt nicht daran hindern und wenn du sie schon nicht daran hindern kannst, Drogen zu nehmen, dann sollen sie wenigstens
was Gescheites nehmen. Leute, die erst damit beginnen, wissen ja auch oft einfach gar nicht, was es mit ihnen macht. Und wenn sie es dann mal aufgelistet haben und auch die Kombination von allen Inhaltsstoffen, können sie sich dann auch überlegen, ob sie es nehmen oder nicht. Lenya ist DJ und legt nicht nur hier in Wien, sondern auch in bekannten Berliner Clubs auf. Einer der größten Unterschiede der Szenen: in Wien geht morgens um 6 im Club das Licht an, während die Partys in Berlin Tage dauern. Gleichzeitig ist natürlich durch dieses "Ich kann unendlich feiern" natürlich auch der Konsum hochgeschraubt manchmal, weil ich das halt dann auch unendlich betreiben kann. Auf jeden Fall macht es Sinn, dass eine Stadt, wo so viel Feiern möglich ist, auch Stellen hat, wo aufgeklärt wird, wo getestet wird, was unterwegs ist an Substanzen. Also das ist meiner Meinung nach höchste Zeit, dass es sowas gibt. Zurück in Berlin mit Andrea vom Projekt Sonar. Hast du heute Drogen dabei, um zu feiern? Ja. Ich habe gerade ein bisschen GHB genommen. Ja, also doch GHB, ja. Das war einmal Dosis. Ja, dann würde ich dir tatsächlich das nochmal mitgeben für GHB, weil das ist ja relativ risikoreich, so mit der Dosis. Ne? Aber ich glaube, du weißt ganz gut Bescheid. Fast 5000 solcher Partypacks hat Sonar letztes Jahr verteilt. Vor der Pandemie waren es sogar noch mehr. Wir haben hier so Glaspipetten, da kannst du es gut abdosieren. Und das mal drauf machen. Du kennst das, ne? Die Glaspipetten für... Ja, genau, die Messing. Ja, so. Genau. Und da ist auch noch ein bisschen Information drin. Ach, super. In Berlin soll Drug-Checking ja tatsächlich bald kommen. Das geht nur, weil dort, wo Drogen getestet werden sollen, keine Polizeikontrollen stattfinden. Das hat die rot-rot-grüne Landesregierung durchgesetzt. Was müsste denn eigentlich geschehen, damit legales Drug-Checking bundesweit möglich werden kann? Ja. Also am besten wäre es tatsächlich, wenn es für ganz Deutschland geregelt werden würde, also auf der Bundesebene. Aktuell ist es leider so, dass man überlegt, das so zu tun, wie man es mit den Konsumräumen gemacht hat, dass man es den Bundesländern überlässt. Und da sehen wir nach 20 Jahren Drogenkonsumräume, dass es dann tatsächlich eher eine politische Entscheidung bleibt. Also je nachdem, wie konservativ die Landesregierungen sind, gibt es Konsumräume oder es gibt sie nicht. Und das könnte auch mit Drug-Checking passieren. Deswegen fordert Andrea eine Änderung des Bundesgesetzes. Und ich bin jetzt hier verabredet mit Carmen Wegge. Sie ist von der SPD und im Rechtsausschuss. Und dort wird auch zum Beispiel die Legalisierung von Cannabis diskutiert. Ich will von ihr wissen, ob Drug-Checking wirklich schon ein Thema ist oder ob das erstmal einfach nur so im Koalitionsvertrag steht. Wenn Sie jetzt an Ihr früheres Ich zurückdenken, so mit 18, 19, indem man so das erste Mal auf Partys geht, hätte das in Ihrem persönlichen Verhalten etwas verändert, wenn schon so offen über solche Möglichkeiten auch gesprochen worden wäre? Also ich persönlich weiß es nicht, weil ich bin quasi bei Drogen wie MDMA und Speed immer vorsichtig gewesen. Ich habe einfach Angst vor Kontrollverlust, muss ich an der Stelle sagen. Aber ich war natürlich schon mal auf der Fusion und so. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist genau das, wo man mit Drug-Checking auch hin muss. Auf große Festivals und eben in Städte zum Beispiel, wo sehr viel Partydrogen konsumiert werden. Wie wäre denn Ihrer Meinung nach die beste Lösung, Drug-Checking bundesweit zu etablieren? Also die beste Lösung wäre meiner Meinung nach, wenn wir das Betäubungsmittelgesetz ändern und das Drug-Checking da ganz explizit aufnehmen und eine rechtssichere Lösung finden, dass es auch überall problemlos möglich ist. Die SPD hat letzten Sommer noch dagegen gestimmt, gegen die Einrichtung einer Rechtsgrundlage, um Drug-Checking zu schaffen. Ich sag mal so, das lag jetzt nicht an uns, sondern das lag an unserem Koalitionspartner. Die wollten das nicht und um den Koalitionsfrieden zu wahren, haben wir da mitgestimmt. Aber innerhalb unserer Fraktion, davon gehe ich aus, ist das was, was wir definitiv wollen, weil sonst steht es auch nicht im Koalitionsvertrag. Haben Sie da so eine Ahnung, wie lange das dauert, bis so etwas passieren kann? Es wird innerhalb der nächsten 4 Jahre auf jeden Fall kommen. Ich gehe aber davon aus, das ist jetzt natürlich nicht spruchreif, aber es ist meine persönliche Einschätzung, dass wir möglicherweise auch schon dieses Jahr damit rechnen können. Wie wird es denn aussehen, wenn so ein Gesetz zum Bundesrat kommen würde? Weil da sind ja die Mehrheiten nochmal anders. Ja, also das Gesetz wäre zustimmungspflichtig, aber um ehrlich zu sein, glaube ich, dass es auch für die Union keinen tragfähigen Grund gibt, gegen dieses Gesetz zu stimmen. Auch die ehemalige Drogenbeauftragte Daniela Ludwig hat in einem Interview auch schon mal gesagt, dass es gar nicht so schlecht wäre, Drug-Checking zu machen. Das ist schon sehr interessant. Carmen Wegge geht davon aus, dass sich dieses Jahr noch etwas tun könnte beim Thema Drug-Checking auf Bundesebene. Da bleiben wir auf jeden Fall dran und auch bei dem Drug-Checking-Modellprojekt in Berlin halten wir euch definitiv auf dem Laufenden. Aber was denkt ihr?
Wird die Drogenpolitik hier in Deutschland durch die Ampelkoalition wirklich liberaler? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Auch empfehlen möchte ich euch ein Video zum Thema, wie Influencerinnen super ungesunde Lebensmittel promoten, und auch ein Video zur Vier-Tage-Woche.